Servus Leute und willkommen zurück zum täglichen Update auf dem CryptoAG-Kanal. Ich bin Liam und wie immer wollen wir uns vor dem Video nochmal kurz den Content fürs heutige Video anschauen. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal rein. Heute gibt es leider keine On-Chain-Daten, weil Finn ist momentan im Urlaub und dementsprechend starten wir direkt in der Chart-Analyse. Da habe ich ein wichtiges Pattern, was ein Long-Breakout signalisieren könnte und tatsächlich dafür sorgen könnte, dass wir jetzt womöglich nochmal die 31 bis vielleicht sogar 32.000 US-Dollar beim Bitcoin-Kurs sehen werden. Und danach hat Timo in Newspart noch eine sehr, sehr geile News rund um Ethereum. Und Leute, damit wollen wir noch mal vorgehen zu unserem Kanal, denn hier könnt ihr natürlich sehr gerne ein kostenloses Abonnement da lassen, die kleine Glocke aktivieren, ein Like da lassen oder einen Kommentar. Freut uns natürlich alles sehr für den YouTube-Algorithmus, damit wir öfter angezeigt werden und natürlich auch als Belohnung dafür, dass wir Daily Content seit über 440 Tagen müsste das inzwischen sein, für euch produzieren. Und Leute, natürlich könnt ihr euch auch sehr gerne, falls ihr uns noch mehr supporten wollt und davon noch mehr Benefits haben wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch sehr gerne über unseren BitGet-Link registrieren. Der ist immer in der Videobeschreibung. Dort kriegt ihr nochmal zusätzliche Boni auf euer eingezahltes Geld, habt niedrige Exchange-Gebühren und wie gesagt, die Fees zahlt ihr eh. Das bedeutet, so könnt ihr uns komplett kostenlos supporten und bekommt dadurch sogar noch einen Vorteil. Und Leute, damit würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video und bleibt bis zum Ende dran. Ja Leute, dann kommen wir auch direkt zur Chart-Analyse und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal im Weekly-Chart an. Wir hatten jetzt gestern den Weekly-Candle-Close und dementsprechend müssen wir uns jetzt natürlich darauf vorbereiten, was als nächstes passieren kann. Aber wie gesagt, Leute, wir befinden uns momentan einfach in einer Phase, wo extrem wenig Volatilität herrscht. Das heißt, dahingehend können wir eigentlich erwarten, dass es momentan ruhig bleibt, außer natürlich, dass wir immer noch den Indikator auf dem Daily-Chart haben, dass wir bald ein größeres Breakout sehen werden. Die Frage ist nur, wann das kommt. Es gab auch schon Zeiten, wo wir da tatsächlich noch deutlich länger in der Seitwärtsbewegung waren, bevor dann tatsächlich das Breakout kam, auch wenn die Bollinger Bands schon so gesqueezed waren. Die letzte Weekly-Candle beziehungsweise die letzten zwei Weekly Candles haben erstmal so geschlossen, als würden wir hier einen Bounce haben und erstmal, wie gesagt, wie ich auch letzte Woche schon gesagt habe, in der Widerstandszone drin bleiben. Das heißt, hier zwischen 28.500 und 32.500 US-Dollar habe ich jetzt hier momentan diese Widerstandszone eingezeichnet. Auf dem Weekly kann ich euch hier auch gerade nochmal zeigen. Ich hoffe, ihr könnt es hier oben gut erkennen. Und dementsprechend sollten wir dort erstmal drin bleiben. Allgemein könnte ich mir aber schon vorstellen, gerade wie diese Chartformation hier aussieht, dass wir nochmal in diesen Bereich hier fallen werden. Eben einfach, weil wir es beide Male nicht mal geschafft haben, hier die obere Linie anzutesten. Und dazu natürlich noch beide Male hier stark rejected wurden. Wir sind schon einmal wieder rausgefallen. Und momentan sieht es eben auch danach aus, als würden wir hier wieder rausfallen und dann wahrscheinlich wieder ähnlich in die andere Richtung. Beziehungsweise hätten wir dann hier theoretisch, sollten wir hier nach unten rausfallen noch, auch ein schönes M-Pattern hier auf dem Weekly und könnten tatsächlich nochmal deutlich weiter bis in diesen Bereich hier von ungefähr 21.000 US-Dollar fallen, wo wir dann quasi den nächsten Weekly-Support hier hätten. Und Leute, damit wollen wir, das sind natürlich 21.900 US-Dollar, also wären das ungefähr natürlich 22.000, muss man ganz klar sagen, also nicht 21.000, sondern hier 21.900. Da hatten wir nämlich hier schon zwei Weekly-Closes, die hier definitiv einen Support in diesem Bereich bestätigen. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen in den Daychart, dann können wir hier auch erkennen, haben wir immer noch das Falling Wedge Pattern. Ich habe das nochmal ein bisschen angepasst, deswegen sieht das hier unten nicht so schön auf die Linien eingezeichnet aus, denn ich habe es mal optimal im 4-Stunden-Chart eingezeichnet und da hat man hier noch deutlich mehr Closes, wo das dann drauf gezeichnet ist. Alles in allem kann man aber erkennen, dass wir hier von der oberen Linie jetzt abgebounced sind. Das nächste Mal, wir waren schon mal an der Linie dran und sind davon also nach oben abverkauft worden wieder. Und dementsprechend ist das hier jetzt erneut passiert. Und jetzt wäre halt die Frage, was als nächstes passiert. Allgemein könnten wir natürlich erwarten, dass wir hier erstmal in unserem Bitcoin-Uptrend bleiben. Aber wir müssen natürlich auch ganz klar sagen, dass wir hier momentan so wenig Bewegung haben, dass ich mir auch gut vorstellen könnte, dass wir uns hier einfach weiter seitwärts bewegen. Wie gesagt, aber bald müssen wir auch gezwungenermaßen einen größeren Price-Move haben, eben weil die Bollinger Bands hier extrem gesqueezed sind. Ich kann es auch nochmal kurz anmachen, aber habe ich auch schon in den letzten Videos gezeigt. So krass war das eigentlich noch nie und wir haben meistens schon bei deutlich wenigeren Squeezes hier ein Breakout gesehen, beziehungsweise dann in die andere Richtung oder hier waren wir dann zwischenzeitlich auch wieder extrem gesqueezed, sind dann hier ausgebrochen. Also es sollte bald größere Volatilität auf uns zukommen. Die Frage wäre nur, in welche Richtung das dann ist. Wie gesagt, ich kann mir beides gut vorstellen. Auf dem größeren Timeframe Weekly sieht es eher danach aus, als würden wir nochmal deutlich stärker korrigieren, bevor wir jetzt neue Highs sehen in Richtung Mitte bis Ende 30.000 US-Dollar, sage ich jetzt erstmal. Aber auf dem Daychart sieht es schon eher danach aus, als würden wir hier erstmal nach oben ausbrechen. Eventuell haben wir ja nochmal einen Retest hier von dem vorherigen Top und machen dann mit einer Double-Top-Formation quasi dann den Short-Run oder wir brechen jetzt tatsächlich direkt nach unten aus.
brechen nach unten weg, einfach weil wir momentan zu wenig Kraft haben, hier das Preislevel zu halten bzw. nach oben auszubrechen und formen dann quasi das Weekly M-Pattern, was dann zu einem erneuten größeren Breakout führt. Wir können jetzt dann nochmal vorgehen auf den 4-Stunden-Chart, da können wir auch nochmal genauer das Pattern erkennen. Ich mache kurz die Volume-Events wieder aus, das jetzt hier eingezeichnet ist auf quasi den Close und diesen Close hier und oben eben auch auf die ganzen Closes von den verschiedenen Linien. Und dementsprechend hatten wir dann hier mit diesen zwei Wicks genau die perfekten Retests von den Linien, die dann aber auch nicht weiter nach unten ausgebrochen sind. Das bedeutet gerade hier, Leute, seit mehreren Tagen befinden wir uns hier wirklich zwischen den 29.300 und 29.400 US-Dollar. Und es bleibt natürlich immerhin weiterhin spannend, wo der Bitcoin-Kurs jetzt hin ausbrechen wird. Das bedeutet, wohin wir dieses große Breakout sehen werden. Wir können nochmal zurückgehen auf den Daily-Chart. Hier RSI-technisch sind auch beide Richtungen offen. Wir befinden uns exakt bei der Mitte, exakt bei 50 Punkten RSI. Das bedeutet, wir sind hier RSI-technisch recht neutral und hätten hier tatsächlich in beide Richtungen erstmal alles offen. Und Leute, das war es auch wie immer mit der Chart-Analyse. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Newspart mit Timo. Ethereum Gas Fees via Kreditkarte bezahlen. Das Ganze ist jetzt Realität. Visa, eine der größten Kreditkartenfirmen der Welt, hat das Ganze jetzt als ein neues Finanzprodukt in ihr Produktportfolio integriert. Was dahinter steckt, das Ganze wollen wir uns jetzt hier heute einmal gemeinsam im Newspart anschauen. Also, vor wenigen Stunden wurde das Ganze auf dem Visa-Blog, ja, sag ich mal, bekannt gegeben, und zwar ab jetzt ist es möglich, die Gas-Fees, die bei Ethereum-Transaktionen anfallen, in Fiat-Money direkt über die eigene Kreditkarte zu bezahlen. Die Idee dahinter ist, dass Visa als großes Problem im Kryptoraum bisher für die Adoption sieht, dass vieles zu komplex gestaltet ist. Genauso sehen sie eben auch die Verwaltung des Ethereum-Guthabens sehr, sehr schwierig an, da immer stets eine Deckung für eben genau diese Gas-Fees vorliegen muss und somit teils es manchmal zu Problemen mit Transaktionen kommt. Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass jeder hier dieses Problem kennt, wenn man manchmal Geld von Wallets abzieht, diese cleart und dann eben vergisst, dass man noch einen kleinen Betrag für die Fees übrig lassen muss, dass es dann eben zu Komplikationen kommt. Und um das Ganze zugänglicher und nutzerfreundlicher zu gestalten, soll es jetzt möglich sein, dass diese Fees direkt über die eigene Kreditkarte abgerechnet wird. Dafür möchte man auch ganz, ganz klar einen neuen ERC20-Standard benutzen. Dieser soll die Kontoabstraktion ja erleichtern und eben direkt via Smart Contract mit der eigenen Wallet interagieren. Das Ganze ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positiver neuer Punkt. Ob man das Ganze benutzt, finde ich, ist immer noch jedem selber überlassen. Ich finde aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessantes neues Feature und vor allen Dingen zeigt das mir persönlich, dass Visa sehr stark an der Entwicklung von neuen Kryptoprodukten interessiert ist und das bringt natürlich auch wieder einen größeren Use Case für Krypto generell. Visa sieht eine sehr, sehr große Zukunft in der Blockchain-Technologie und gerade bei einem so großen Unternehmen kann man davon sprechen, dass das sehr, sehr positive News sind. Natürlich wird das Ganze jetzt keine bahnbrechende Veränderung bringen, trotzdem können wir aber davon sprechen, erstmal sehr positiv, dass es jetzt zu dieser Änderung kommt. Das war es jetzt auch soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, gerne mal ein Like und ein Abo dalassen. Wir sehen uns morgen zum nächsten Newspart. Ciao!